Bei Point treffen wir uns einmal im Monat an der Litfaßsäule. Da kommen die ganzen Jugendliche hin. Sie wissen nicht, zu wem wir gehen. Sie wissen nur, wir gehen zu einer interessanten Person aus unserer Gemeinde, die uns ihre Lebensgeschichte erzählt. Point steht für Persons of Interest, also das POI, und Point der Treffpunkt, unsere Litfaßsäule. Wenn wir bei den Personen im Haus sind, erzählt uns die Person ihre Lebensgeschichte. Lebensgeschichte heißt Weg im Glauben, Weg der Bildung, Arbeit, Familie, alles was mit dem Leben zu tun hat. Die Frage ist, wer kommt denn überhaupt bei Point? Also es sind Junge und Junggebliebene. Wir fangen an ab der Konfirmation, also sprich bei uns ist meistens, sind die etwa 14. Das geht dann bis ins, ich würde jetzt mal sagen, fast hohe Alter hinein. Ich finde es einfach schön, dass man miteinander sich kennenlernt. Sowohl die Jüngeren, diejenigen, die in der Gemeinde immer mal wieder auftauchen. Und das ist einfach für mich Inbegriff, ist wirklich für Gemeinschaft. Einander kennenlernen, gemeinsam glauben, gemeinsam leben. Und einfach auch punktuell. Nach spätestens 40 Minuten wird das Ganze durch ein Klingeln unterbrochen. Klingeln an der Tür. Da wird Pizza gebracht. Das leitet dann zu einem gemeinsamen Abendessen über, wo wir dann gemeinsam die Pizza essen, wo Zeit ist, Rückfragen zu stellen zu der gerade eben gehörten Geschichte, wo man auch einfach nochmal ins Gespräch kommen kann, gemeinsam die Jugendlichen untereinander, der Gastgeber mit den Jugendlichen. Wir haben Point im Jahr 2013 angefangen, und zwar nach unserer Worttransportwoche Movie Time. Das Konzept von Dieter Braun wurde zuerst unter dem Namen Blind Date in mehreren CVJMs schon eingesetzt. Ich gehe mit zu Point, weil ich das genial finde, ein bisschen was mitzubekommen, wie Menschen leben und wo ihre Abbiegungen im Leben waren. Und vor allem die Begegnung der Jüngeren mit der älteren Generation, das finde ich die geniale Geschichte dran. Ich finde es gut, die Leute und besonders ihren Glauben, den Glaubensweg mit Jesus besser kennenzulernen. Ich gehe zu Point, weil ich sehr interessant finde, was mir die Menschen erzählen, zu denen wir gehen, und weil einfach auch die Gemeinschaft sehr stark ist. Ich gehe gern zu Point, weil wir hier als Jugend von CVDM einfach eine starke Truppe sein können und weil auch am Anschluss immer uns einen guten Kreis gibt mit Was für Dinger, Wilferdinger. Was für Dinger, Wilferdinger!